diesem Haus im Burgenland lebt Julia mit ihren Eltern. Etliche Diäten hat die Schwesternschülerin schon probiert, denn übergewichtig war sie eigentlich schon immer. Mit ihrem Aussehen hadert sie heute aber nicht mehr. Sie möchte wie ihr Vorbild Becky Plus-Size-Model werden. Ich habe die Rebecca in Facebook gesehen und ich finde einfach, nur weil man dicker ist, heißt es nicht, dass man sie verstecken muss. Und es sind einfach schöne Bilder. Ich habe gehabt 150 Kilo. Und habe jetzt 120. Ich habe jetzt seit September 30 Kilo abgenommen. Jetzt passt es einmal. Ja. Und gibt es ein Zielgewicht, wo Sie darauf hinarbeiten? 100 wäre schon mal schön, aber jetzt ist es schön so, wie es ist. Ich freue mich, dass ich so viel überhaupt abgenommen habe und dass ich es erhalten tue. Weil früher, ich habe öfters im Abnehmcamp habe ich auch 10 Kilo, 15 Kilo abgenommen, aber wie ich zu Hause war, wieder zugenommen. Also, wie sieht es Ihre Mama? Werden Sie Ihre Tochter da voll unterstützen? Auf jeden Fall. Ich finde, jeder Mensch soll anders sein. Aber wenn wir dick sind oder stärker sind, soll das ja kein Hindernis sein. Also für mich ist das super, wenn sie das tut. Also wir sind alle dahinter. Ein Gewicht zum Umhauen ist schnell, zum Runterbringen ist sehr schwer. Und dann eigenem Kind immer das Essen verbieten irgendwann. Sich immer wo anbremsen, ja nichts falsches Hand tragen, ist auch schwer. Und es funktioniert nur zeitweilig oder zeitlang und dann auf einmal macht Puffer und es geht in Gegenrichtung. Ich meine, es ist sicher für keinen Elternteil leicht, wenn sie sehen, dass die Kinder leiden. Mit solchen Dingen, sie hat sich bemüht eben mit Gewicht, mit Camp, mit Abnehmen. Und wenn aber das Kind dann 3 Kilo oder 4 Kilo abnimmt, für sie ist das ein Wahnsinn. Du siehst das aber nicht. Und die Kinder tun sie trotzdem weiter hässeln. Also irgendwann hören sie auf, dann wieder sich zu bemühen. Da fallen sie wieder in das Gleiche zurück und essen wieder mehr. Und daheim, wenn du dann heimkommst und allweil willst du ihnen alles verbieten, was sie essen dürfen, wie viel, oder du isst schon wieder zu viel, das ist auch schwer. In Nürnberg. Mit dem Online-Katalog Miss Molly sollen übergewichtige Frauen angesprochen werden. Fotografin Katharina weiß, wie sie hierfür wohlgerundete Models ästhetisch in Szene setzt. Wenn die ein bisschen mehr auf die Rippen haben, muss man anderes fotografieren als richtige Models. Ja? Auch andere Perspektive. Also, sag mal so, normale Models tun wir mehr von unten fotografieren. Und wenn da ein bisschen mehr ist, dann auch öfters von oben. Also das ist schon interessant. Also man muss sich da schon umstellen. Ich nehme dann das. Wo kommt denn eigentlich die Mode her? Ich importiere den größten Teil von den Klamotten aus den USA. In den USA ist einfach der Markt schon älter, dieser Plus-Size-Markt. Und deswegen gibt es da auch mehr Auswahl. Und ich habe hier in Deutschland Lieferanten gesucht, aber es gibt keine. Und deswegen importiere ich fast alles aus den USA. Ich habe auch schon Firmen angeschrieben, die Unterwäsche produzieren und habe gefragt, ob sie nicht in Größe 3X oder sowas, das ist schon, das entspricht einer deutschen Kleidergröße 52 ungefähr, was ja viele Frauen haben, ob sie sowas nicht produzieren könnten. Und sie meinten dann, das wäre ein Nischenmarkt. Der Meinung bin ich nicht. Wenn man offenen Auges durch die Fußgängerzone geht, dann sieht man, dass sehr viele Frauen sehr kräftig sind. Und ich merke es ja an meinen Verkäufen, also es läuft gut. Ich bin fertig dann. Ja, super, Julia. Lass mal gucken. Bei dem ganzen Licht und nach hinten. Ja, halt. Sehr schön. Das ist schön, ja. Schön. Worauf achten Sie jetzt? Make-up ist auch schön. Was ist? Ich achte darauf, dass das Make-up gut ist, dass es kräftig genug ist, dass es auf die Bilder schön rauskommt, dass die Nase nicht glänzt, dass die Haare gut sitzen und dass sie sich wohlfühlt. Aber sie strahlt schon. Ja, sehr schön. Ich bin bereit. Wie weit soll ich nach hinten? Trotz 150 Kilo scheut sich Becky nicht, ihre Kurven zu zeigen. So selbstbewusst war sie nicht immer. Erst schöne Fotos machten ihr Mut. Inzwischen bekommt sie je Shooting zwischen 500 und 750 Euro. Hey. Warte, hui, nicht, warte mal, ich muss mich mal kurz gerade ausdrehen. Andere Seite dann. Oh, alter Schwede. Kannst schon ein bisschen Druckübung machen, dich daneben stellen. Und einfach nachmachen, was die Becky macht. Ich fotografiere dich noch nicht. Nachmachen, was die Becky macht. Genau. Ja. Dreh dich nicht. Wenn du bist so. Wieso? Genau. Genau. Und ein bisschen Abstand zwischen euch, dann habe ich dich nicht in der Kamera. Also brauchst du dich jetzt nicht große Gedanken machen, wie das ausschaut. Na, einfach das nachmachen, die Posen, was sie macht. Na, dann weißt du schon ungefähr, wie du dich später stellen musst.
Mit dem Outfit und dem Styling fühlt sich Julia zwar schon etwas wie ein Star, doch sich fotografieren zu lassen, ist für die Modelanwärterin auch eine Herausforderung. Ist es mitunter auch ein bisschen stressig? Stressig nicht. Ungewohnt. Einfach alle schauen einen an. Es ist ungewohnt, dass alle auf einen schauen. Ja, wir wollen da ja ein Produkt verkaufen und das muss ja eins an Licht gerückt werden. Ne? Aber ist das auch etwas, was Sie sich trotzdem vorstellen können, ja, für die Zukunft? Das kann man schon vorstellen. Richtig. Halte nur den Kopf zu. Genau. Wird sie locker. Aber wo ist jetzt für Sie die Herausforderung? Das Posen. Also, wie, ich weiß nicht, wo es richtig, also was besser ausschaut und wie es richtig, also was das Beste ist. Ich meine, darf jetzt aber auch nicht vergessen, es ist ihr erstes Shooting und ich meine, wir haben jetzt zwar die Trockenübungen gemacht, aber jetzt hat sie eben es sind alle Augen auf sie gerichtet, sie muss jetzt einfach funktionieren. Und das ist dann natürlich nicht einfach, wenn man diese Nervosität dann auch in den Griff zu kriegen. Und deswegen mache ich ja mit ihr auch die Übungen. Sollte dir eigentlich helfen, dass ich anwesend bin. Okay. Wie ist Ihr erster Eindruck von der Frau Spiel? Ja, was wir vorhin schon gesagt haben, sie ist halt noch schüchtern, ist klar. Es ist ihr erstes Shooting, aber dadurch, dass sie die Becky an der Seite hat, die ja auch diese Posen zeigt, so Kleinigkeiten wie eben, wenn ich so mache, dass ich die Finger halt nach unten mache und atmen nicht vergessen. Ja, aber es stellt sich ganz gut an fürs erste Shooting. Ich bin jetzt gespannt auf die ersten Ergebnisse von den Fotos. So, Mädels, wollt ihr sehen? Ja. Haben die Bilder jetzt drin? So, ja. Ganz gespannt. In der Mitte. Moment. Also ich muss sagen, für ihr erstes Shooting bin ich sehr beeindruckt, hat sie sich sehr gut eingestellt. Sie hat natürlich auch gute Lehrerin im Hintergrund gehabt, unser Becky. Aber die ersten Bilder sind schon wirklich schön, waren, finde ich, Katina. Für einen Anfänger sehr schön. Und auch süßes Lächeln. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir hören voneinander. Mhm. Wir bleiben in Kontakt über die Becky sowieso, wir zwei sowieso. Dann sieht man die Bilder und dann schauen wir weiter, ne? Ja. Okay, okay. Umziehen. Becky ist Model und das mit 150 Kilogramm. Entgegen vieler Vorurteile sind Sport und Bewegung der Wahlösterreicherin wichtig. Zweimal pro Woche geht sie ins Schwimmbad oder hält sich im Sportstudio fit. 3, 2, 1, sehr gut. Wow, es brennt. Oh. Ja, es brennt. Wir trainieren die Unterarme mit. Auf. So. Auf. Zu. Auf. Zu. Und schön Becky hinsetzen. Ja. Was ist eigentlich das, was die Frau Jahn erreichen kann jetzt mit diesen Übungen? Also wie schaut, oder wo ist das Ziel? Ziel ist abnehmen, Haut straffen, ein besseres Körpergefühl, mehr Lebensqualität. Einfach schön straff. Ein schönes, straffes Big-Size-Model. Genau. Ich mache das, was ich kann. Und ich gebe das Tempo vor, weil wenn ich mich irgendwie doch, wenn ich was mache, was ich nicht kann, kann ich mir nur mehr wehtun. Genau. Also gebe ich das Tempo vor und habe eben alles so abgestimmt mit der Tatjana. Genau. Somit machen wir jetzt gleich die seitlichen Bauchmuskeln, weil die muss auch schön sein. Ja. Schräg. Nein, komm runter. Schau, wo die Karin mit ihrem Knie ist. Ja. Und du bist mit deinem Knie da heroben, schau mal. Ja? So. Geh weiter runter, je schräger und nicht bewegen, dann zieht's da mehr und geht's zieht die Schulter zurück. Auslockern, Seitenwechsel, Ladies. Komm, Becky, ich drück dir. Und der Karin auch, damit es nicht schummelt. Ja. Karin, Hand zur Platte und wippen. Genau, Becky tut nicht wippen. Wie sehen Sie das als Trainerin? Ist das generell ein Problem, wenn das Menschen, die sozusagen zugenommen haben, dann ein Problem haben, in einer Gruppe mitzutrainieren, dass man eigentlich ein bisschen scheu hat, bevor man dann wirklich anfängt? Also ich muss einmal sagen, meine Damen kommen zu mir, weil es ein reines Damenstudio ist. Wurscht, ob groß, klar, jung, alt, dick, dünn. Gibt es bei mir nicht. Bei mir ist jeder Kunde gleich und jeder hat Ziele und Wünsche, die er erreichen möchte und ich unterstütze dabei. Becky braucht keine Angst haben. Sie ist nicht die einzige korpulente Dame unter meinen Damen. Und ich passe das für sie an. Hilfe so gut ich kann. Steigere das Training natürlich auch. Ja. Becky, wir machen heute den Entenpopo. Und wie gesagt, meine Kunden sind da nicht so bissig. Und vor allem, ich kläre das auch gleich, wenn da irgendeine Dame irgendwie reden würde. Ich mag das nicht.
Weil ich habe selber einmal 17 Kilo mehr gehabt und habe auch mit Powerblade abgenommen, als ich weiß, wie es funktionieren sollte. Die Popo-Backen noch zusammenkneifen für einen Knackarsch. Für einen großen Knackarsch bei mir. Okay. Ich mag meinen großen Arsch. Ja, ich mag ihn auch. Und weil die Übung ja so schön ist, machen wir sie noch mal. Dick sein hat seine Grenzen, das weiß Becky. Zu ihren Höchstzeiten wuchs sie 200 Kilogramm. Der letzte Ausweg war eine OP. Zwar wiegt sie seit Jahren weniger, regelmäßige Kontrollen sind aber essentiell. Bei Dr. Bagistani hat sie einen Termin. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Und Sie haben sich entschieden, einen Gesundheitscheck zu machen. Okay. Bei Ihnen. Aber schon mit der Folge, weitere Folgen dann, oder? Dass Sie auch etwas machen dann zur Gewichtsabnahme, oder? Ja, ich habe vor, 20 Kilo auf jeden Fall jetzt erstmal zu reduzieren. Okay. Aber da habe ich schon eine Ernährungsumstellung. Ich will jetzt einfach mal einen Check machen, wie fit ich bin. Bravo, bravo. Mhm. Wie viel Kilo wiegen Sie jetzt? Ich bin Mediziner. Im Moment schwanke ich immer so zwischen 158 und 160. 158, 160. Und wie groß sind Sie? 1,70. Ich würde meinen, ich würde heute bei Ihnen Blut abnehmen, ja? EKG schreiben, okay, ja? Ein bisschen Sie abhorchen. Ja? Und dann eventuell, je nachdem, ob der Blutdruck erlaubt oder nicht, werde ich Sie auch auf Fahrrad setzen. Sie können mich überall draufsetzen. Okay, bitteschön. Okay. Setzen Sie sich zuerst hin. Ich habe jetzt mich nicht vorbereitet, dass ich eine entsprechende Manschette hätte. Dann jetzt blamiere ich mich. Nee, alles gut. Frau Jahn, ist es immer wieder so, dass man in der Gesellschaft oder bei alltäglichen Dingen den Nachrang hat, weil eben so wie hier jetzt zum Beispiel die Manschette ist zu klein? Ja, und man muss halt einfach bedenken, dass die Menschheit trotzdem auch immer übergewichtiger wird. Ja? Es ist aber so, er ist ein sehr, sehr lieber Arzt. Ja? Er sagt mir einfach, was zu tun ist, was man machen kann. Gesundheitlich bin ich ja deswegen auch hier, um zu checken, was muss ich am besten tun. Ich bin ja auch schon auf dem besten Weg dahin. Weil ich rede ja, dick sein will ich ja nicht schön reden. Ein Beispiel, wo will ich nennen. Schauen Sie, das sind die sogenannten intramuskulären Nadeln. Die sind in den 50er Jahren kreiert worden. Damals hat man gesagt, wir einigen uns auf diese Länge. Das sind auch für Glutealfunktionen, also im Beckenbereich. Okay? Heute hat man bei vielen Menschen das Problem, einfach Glutealbereich, die Fettschicht so zugenommen, dass diese Nadeln nicht mehr gültig sind. Man muss jetzt im Jahr 2015 diese Nadeln die Länge verlängern, damit wir wieder intramuskuläre Schicht erreichen. Bei vielen Menschen erreicht man das nicht und kommt man mit dem Medikament, die intramuskulär gehört, kommt man ins Fettgewebe und kann man Schaden verursachen. Mhm. Also das ist ein globales Problem. Auch einige Untersuchungen scheinen schwierig zu werden. Ich weiß nicht, wie weit mein Fahrrad, bis wie viel das Fahrrad ausgeht. 160 muss er aushalten, ne? 160. Wenn er das nicht tut, dann brauche ich gar nicht drauf. Wir setzen es darauf, es steht nicht. So, was, Herr Doktor, soll also 150 weiß ich. Ich habe schon Patienten gehabt, die 150 Kilo hatten. Ja, 10 Kilo, das hält ja schon aus. Okay, machen wir dann das. Kennen Sie viele Menschen, die einerseits übergewichtig sind, aber so positiv eingestellt sind, beziehungsweise so mit so einem Selbstbewusstsein? Ist das die Normalität? Es ist nicht normal. Natürlich habe ich in meiner Ordination, da auch sehe ich immer wieder Menschen, die so eingestellt sind. Und es klingt klischeehaft, aber diese positive Psyche hat auch enorme prognostische Relevanz. Das heißt, ein Mensch, der dazu steht, lebt deutlich besser, höhere Lebensqualität und auch wahrscheinlich auch höhere Lebenserwartung. Also an und für sich, diese positive Einstellung ist nicht nur so jetzt im Alltag wichtig, sondern hat auch prognostische Relevanz. Ich bin sehr begeistert von der Dame. Danke. Ja, sie hat eine Ausstrahlung, sie begeistert einen. Frau Jahn, macht man sich eigentlich Gedanken über die Zukunft, was passiert, wenn man sozusagen nicht abnimmt und wie es gesundheitlich dann wird, oder lebt man eher da im Jetzt? Nee. Also ich mache mir schon Gedanken über die Zukunft, deswegen bin ich jetzt auch hier. Und deswegen habe ich ja meine Ernährungsumstellung gemacht und so weiter und so fort. Und ich habe ein bisschen Angst um meine Gelenke. Die Untersuchung. Sie, hören Sie dann auf, Blutdruck ist schon nach wenigen Minuten auf 220 angestiegen. Das ist
Das heißt, dieser Druck, was ich gemessen, den ich gemessen habe, Sie können jetzt aufhören dann, ja? Sie können aufhören. Das bedeutet, Druck, der Test muss abgebrochen werden. Ja, der Test muss abgebrochen werden und wir müssen unbedingt mit der Medikation beginnen, okay? Mhm. Weil Sie können nicht mit dem Druck, Sie dürfen nicht mit dem Druck auch trainieren, ja? Wenn 25 Watt ist nichts, ja? Und da ist der Blutdruck schon auf über 200 gestiegen. Wenn sie es tatsächlich schafft, abzunehmen durch Diät und Bewegung, hat sie sehr gute Karten, ein ziemlich gute Lebensqualität, für lange Zeit zu erhalten. Okay, also bin positiv eingestellt. Ja.